Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einer SBC, die heute rausgekommen ist. Und zwar gehen wir gleich hier auf Favoriten, ja hier Favoriten. Und zwar, es geht nicht um die Upgrade-SBC, sondern um die Icon-SBC. Maximal 86er Rating Icon-SBC. Man muss einmal ein 84er Team abgeben, ohne irgendwas, einfach nur 84er Team. Und einmal ein 86er Team mit einem Team of the Week. Dafür bekommt man ein Prime Electrum Spielerpack klein und ein Premium gemischte Spielerpack. Und ich werde die SBC auf jeden Fall abschließen. Erst die Icon SBC, die muss man abschließen. Aber jetzt schauen wir uns kurz an, was man aus der SBC überhaupt ziehen kann und ob sich das Ganze irgendwie lohnt. Natürlich kommt darauf an, was man zieht, ob sich es lohnt. Aber schauen wir mal auf Footpin, was man daraus ziehen kann. So, und hier sind wir jetzt auf Footpin und ich habe das alles schon eingestellt. Und wir fangen mit den teuersten an. Natürlich Viera, Hulit, Zola, Essien, Rooney, da sind richtige Kracher dabei, was man ziehen kann, aber auch leider, es gibt hier zwei, also nicht ganz zwei Seiten, Van Nistelrooy, Larsson, Lippmann, Pires, Laudrup, Vieri, also man kann ziemlichen Mist auch ziehen. Die ganze SBC kostet 127k laut Footpin, wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen mehr, weil die Preise noch oben geben, da habe ich schon ein paar gute Verkäufe gehabt, muss ich sagen, aber dann kannst du sagen, die erste Seite, da macht man einen Win, aber da sind halt auch Karten dabei, was man nicht ziehen will, aber ich bin gehypt drauf, ich bin echt gehypt drauf. Ich würde mich sogar über einen Rooney freuen. Rooney, ich brauche einen neuen Stürmer, aber man, Viera Hulit würde ich auch nicht nein sagen. Aber ich würde sagen, schauen wir wieder zurück auf die Konsole und fangen wir mit der SBC an. So, und dann gehen wir rein, hier die 86er SBC. Einen Team of the Week und ich werde das Ganze jetzt mal auffüllen und schauen, was ich so im Verein habe. So, hier haben wir jetzt das erste Team und ich habe bis auf Trapp, den ich mir geholt habe, alles im Verein gehabt. Navas habe ich mir früher schon geholt. Ich glaube, der Rest dürfte generell alles untauschbar sein. Den Inform gebe ich ab, den habe ich auch in Rot gezogen. Dann gehen wir es ab. Dafür gibt es ein Prime gemischte Spielerset. Verbinde für irgendwelche Aufgaben mal verwendet. Gehen wir wieder zurück und jetzt machen wir das 84er Team. Da braucht man absolut nichts, einfach nur ein 84er Team. Rein da. So, das Ganze gehen wir hier ab, da habe ich alles in Verein gehabt. Das meiste ist untauschbar. Ich glaube, der ist tauschbar. Insigne, glaube ich, ist tauschbar und das war's. Und dann gehen wir das Ganze ab, dann haben wir es abgeschlossen. Das erste Icon Pack in FIFA 23. Maximal 86er Rating, aber schauen wir mal, was rauskommt. Hier ist es. Das gute Pack und dann gehen wir gleich in den Shop. Vorher machen noch die anderen zwei Packs auf, die es hier gibt. Das Prime Electrum Spielerpack klein und das Premium gemischte Spielerpack. Welches machen wir zuerst auf? Immer drei selten, ist egal. Gehen wir hier ein Prime Electrum Spielerpack klein. Durchläufer? Nein, kein Durchläufer. Das wird... Boah, der war vor kurzem noch Special Cut. Den habe ich sogar gezogen damals. Den Road to the Knockout Stage. Den auf die Transferliste. Dann das zweite Pack, was dabei war. Das Premium gemischte Spielerpack. Und rein damit. Und rein damit, ja, okay. Oh, das wird sogar ein Durchläufer. Spanien, ZM. Fabian, den haben wir gerade früh abgegeben, glaube ich, oder? Irgendwas noch dahinter mit Rating vielleicht? Nö, leider nicht. Grimaldo, den bieten wir gleich an. Den soll sich irgendwer abbieten. Den Rest in den Verein und jetzt. Boah, Jungs, jetzt geht's ans Eingemachte. Ich echt. Wer mich schon länger schaut, weiß, voriges Jahr, die ganzen Icon Packs von mir, die waren einfach bodenlos. Die waren durch die Bank bodenlos und deswegen. Irgendwas Spielbares, ey. Irgendwas Spielbares. Wenn es im ZM. Ist, muss es was Krasses sein, weil da bin ich als einziger gut besetzt. Innenverteidigung, Außenverteidigung, Sturm, irgendwas, komm je. Aber nicht viel labern, einfach rein da, komm, rein da, kurz und schmerzlos. Gib mir eine geile Flagge, gib mir was Spielbares. Icon Pack, Tschechien, Nedved. Naja, er hat gutes Tempo. Er hat gutes Tempo, was kostet Nedved? Auf jeden Fall ist er kein Verlust. Netwert kostet 250k ungefähr. Er kann links Mittelfeld,
rechtes Mittelfeld und linker Flügel spielen. Bin ich damit zufrieden? Weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht. Aber es, wie viele Skills hat er? Wo ist er jetzt? Oh, 4 Sterne Skills, 5 Sterne schwacher Fuß. Ja! Hört sich gut an. Hört sich echt gut an. Einmal durchblasen. Ich habe mir die Karte jetzt nochmal genau kurz angesehen auf Footbin und er sieht jetzt nicht schlecht aus. Er sieht jetzt auch nicht schlecht aus. 4 Sterne Spezialbewegungen, 5 Sterne schwacher Fuß, Hochmittelarbeitsrate. Position habe ich vorher schon gesagt, 81 Abschluss. Er kann nicht Lancy werden, das kann er nicht. Aber ich finde, ja, es ist eine stabile Karte, oder? 71 Kopfball, gute Ausdauer. Den kann man schon zocken, würde ich sagen. Also ich hätte es auf jeden Fall um einiges schlechter treffen können. Frühes Flanken, Distanzschütze, Tempo-Tripler. Ich finde die Karte... Ja, es ist eine gute Karte. Also ich finde, es ist eine gute Karte. Aber ja, schauen wir mal auf Footbin und schauen wir mal genau, was er wert ist, würde ich sagen. So, hier sind wir jetzt auf Footbin, da sieht man es, 270k und die Preiskurve, boah, das ist jetzt stündlich, die ist jetzt wahrscheinlich wegen der SBC nach unten gegangen, gar nicht so. Okay, da ist er noch bei 322, da ist jetzt ein bisschen nach unten gegangen wegen der SBC. Und ja, gibt es schon Bewertungen? Nö, da gibt es auch nicht, aber von den Likes her, ich bin zufrieden, echt. Real Talk, ich bin mit dieser Karte zufrieden. Jetzt sind wir wieder hier auf der Konsole und ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich bin zufrieden. Wir werden die Karte auf jeden Fall ausführlich testen. Ich werde entweder morgen oder am Mittwoch werde ich streamen. Da spielen wir ein bisschen Rivals, da testen wir die Karte aus. Da werden wir das Team dann auch ein bisschen umbauen, würde ich sagen. Die Karte muss rein und ja, schreibt mal rein, was ihr aus dem Pack gezogen habt, wenn ihr es auch gemacht habt, was ihr von der Karte haltet und natürlich über ein Like oder ein Abo oder sowas. Würde ich mich riesig freuen und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Backlack, wenn ihr es auch macht und ciao, bis dann.